Hallo, lieber Löwe. Wir wollen auf deine Ostertage schauen. Das sind Kollektivlegungen, Zeit ist fließend. Das kann nicht auf jeden zutreffen. Über ein Abo, Like und auch Teilen dieses Kanals würde ich mich trotzdem freuen. Kostet ja nichts. Für den Löwe über Ostern. Was haben wir denn da Schönes? Was ich kriege irgendwie Stimmungsschwankungen gerade. Mal gucken. Was haben wir denn da bekommen? Wo fangen wir denn an? Fangen wir damit an. Mit dem Krebs. Achte auf deine Gefühle. Mit der 4, Fundament, Stabilität. Schau, was du fühlst. Mit der 5, deine Entscheidung. Da wird eine Entscheidung abverlangt. Mit der 6, freitags, vollende etwas und lass was los. Haben wir die 8. Es ist alles im Fluss, der Kreislauf. Dann kommt die 10. Realisiere den Erfolg mit dem Steinbock. Die 11. Gib neue Impulse, Kreativität. Und mit der 12. Es wird rund. Planung. Gefühle. Für den Löwen, bitte. Über Ostern jetzt. Schlau, clever, Sicherheiten, alles Bedenken. Da haben wir Frieden, Harmonie, die Familie. Was ist denn die Familie? Was ist das denn da? Freunde. Gespräche, Unterhaltungen. Hatte eben schon, sagte ich ja, Stimmungsschwankungen. Gute Laune irgendwie. Na, weiß ich auch nicht. Ja. Das ist auch hier die Festigkeit. Feste Gespräche, feste Gedanken. Ne? Du willst nicht, dass da irgendwas schief geht. Löwe ist in den Vorbereitungen für Ostern. Okay. Eine Einladung. Familie, Freunde, feste Verabredung. Man weiß nicht, ob alle kommen. Löwe ist in Planung. Gute Laune. Okay. Was haben wir denn da noch? Kurzfristig. Ein paar deiner Gäste, die werden absagen, ganz kurzfristig. Das kann sein. Ja. Kurzfristig Nachrichten ins Haus. Also die werden ganz kurzfristig spontan absagen, einige. Da haben wir da wieder eine Öffentlichkeit. Oha. Bisschen vorsichtig im Straßenverkehr bei der Anreise. Unfallgefahr. Ja. Langer, komplizierter Weg. Also es kann auch sein, dass deine
Gäste von weiter her kommen. Deine Einladung, die du da ausgesprochen hast. Da, Wünsche. Ja. Und die Entscheidung, was ist das für eine Entscheidung? Ja. Ist alles dabei. Also einige werden absagen. Wie gesagt, auch die Unfallgefahr liegt da auf den Reisen. Aber du bist irgendwie in der Planung fürs Osterfest. Ne? Du bist ja nicht sicher, ob einige kommen, weil einige von weiter kommen. Einige werden auch nicht kommen. Ja. Aber das ist eigentlich ein gutes Gefühl da gerade. Mit Sicherheit, ja. Da ist die Anreise. Also auch die Gäste, die von weiter kommen. Der Rückzug. Ja. Das ist so gemischt, ne? Dein Osterfest. Einige werden anreisen, einige nicht. Einige werden absagen. Du bist ja nicht sicher. Eingeladen sind sie alle. Okay. Dann haben wir die Gefühle. Das Glück. Also es wird schön. Löwe, das wird schön. Dann haben wir die Bindung. Und ein Neuanfang. Ja. Da haben wir die positive Wende. Ja, da haben wir deine Freunde, dein Gegenüber. Onkel, Tante, Oma, Opa. So. Du schaust in die Einladung. Also es soll, ja, viel Besuch über Ostern stattfinden. Nettes Zusammensitzen. Lange Zeit, Familie. Ja, Familie, Frieden, Harmonie. So. Da gibt es auch nichts anderes zu sagen. Das wird wirklich ein kurzes Reading. Da habe ich jetzt nichts Negatives liegen. Da. Die Zukunft, Klarheit. Jo. Klärende Gespräche, nette Gespräche, weise Gespräche. Man unterhält sich einfach über alles Mögliche. Jo. Ja. Das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt kriege, also die Unfallgefahr, die da oben lag. Aber es belastet dich schon, ne? Du bist im Stress. Vielleicht hat ein Teil, also Familie, ja, die lädt sich ja sowieso selber ein. Aber du bist im Stress. Obwohl du dich drauf freust, auf dieses Fest. Mit den Vorbereitungen, ja, das ist belastend für dich. Ne? Auf einige Diskussionen hast du auch keine Lust. Naja, man weiß das ja, wenn Onkel Willi oder so vorbeikommt und der erzählt von früher war alles besser und diese Geschichten hat man schon 6000 Mal gehört. Da, die Liebe. Schicksalhafte Liebe, da die Zukunft, die Gedanken, ja, da ist nichts Schlechtes drin, ne? Bisschen genervt so, ne? Bisschen belastet seelisch, aber im Grunde genommen, ja, freust du dich auch. Man hat immer mal irgendwie einen Onkel oder eine Tante, die man da nicht so vermisst, die auch, ne? Die man nicht so gerne sehnt, weil die einfach nur anstrengend sind. Aber die sind dann ja trotzdem da. Die gehören zur Familie.
da hast du auf einige vielleicht keinen Bock, aber ja, du weißt, was weißt du denn? Ja, dein Gegenüber. Was denn mit deinem Gegenüber? Oh Gott, der hilft dir nicht. Ne? Du hängst mit dem Scheiß alleine da. Dein Gegenüber hilft dir nicht. Da. Der belastet dich eher noch. Da. Mit seinen Gesprächen und immer wieder. Ja. Ja, Löwe, das wird echt ein kurzes Reading. Sieht nach einem anstrengenden Familienfest aus, mit, ja, wie das so ist mit den großen Festen. Du kriegst Besuch, vielleicht fahrt ihr auch weg. Wenn ihr wegfahrt, bitte vorsichtig im Straßenverkehr, wegen der Unfallgefahr. Na? Und auf einige Dinge hat man keine Lust. Das sind Anstandsbesuche in der Familie. Das ist normal. Man fährt aber trotzdem hin, auch wenn du überlegst, dir eine Ausrede einfallen zu lassen. Das habe ich da auch gesehen. Wirst du trotzdem fahren. An und für sich, ja. Soll das ein schönes, harmonisches Fest werden. Mit viel Freunden, mit viel Gesprächen, mit Lachen, Unterhaltung, Diskussionen, aber trotzdem schön.